Und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das Betonring-Pack. Dieser Mod kam mir vor kurzem im Mod-Hub heraus und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab natürlich ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Dekorationen. Der Autor von diesem Mod heißt hier Vegan Farmers, Amarok 10 und Baxter. Und die Modgröße beträgt sogar 5,63 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Das Ganze finden wir aktuell im Baumenü. Dann geht ihr hier bei Bauen rein, dann bei Dekorationen, dann bei Sonstiges und dann weit nach hinten. Und da haben wir schon unser Betonring-Pack. Dieses Betonring-Pack besteht aus verschiedenen Betonringen in verschiedenen Durchmessern. Wir fangen aktuell mal mit dem kleinsten an. Das kleinste hat ca. 2 Meter Durchmesser und kostet euch 200 Euro. Das daneben hat ca. 4 Meter Durchmesser und kostet euch 400 Euro. Das mittlere hat ca. 6 Meter Durchmesser und kostet euch 600 Euro. Und das zweitletzte hat ca. 8 Meter Durchmesser und kostet euch 800 Euro. Und das letzte hat ca. 10 Meter Durchmesser und kostet euch 1000 Euro. Die ganzen Betonringe brauchen beim ersten Platzieren auf der Konsole ca. alle 2 Slots. Wenn ihr allerdings dann nochmal die Betonringe setzen wollt, dann braucht ihr nur noch einen Slot auf der Konsole. Hier die Betonringe haben sogar noch Kollision. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel mit dem Traktor jetzt dran fährt oder drüber fährt, müsst ihr halt ein bisschen aufpassen damit, je nachdem was ihr jetzt da hingestellt habt. Ich habe mir das Ganze jetzt als Beispiel genommen, mal mit den ganzen Bäumen. Von ganz klein bis ganz groß. Das kann man zum Beispiel als Insel nehmen oder als schöne Deko auf euren Hof. Geht als Beispiel auch. Hier habe ich mal zum Beispiel den kleinsten Baum genommen mit ein bisschen Deko und ein bisschen Gras dazu. Dann hat man im Prinzip eine kleine Insel. Dann haben wir den Ring daneben, den Baum etwas größer. Und ein bisschen mehr Textur, ein bisschen mehr Gras dazu. Dann kommt der mittlere Baum zum Beispiel. Dieser könnte man jetzt zum Beispiel auch als Insel nehmen auf dem Hof, wo man halt drumherum fahren muss. Und der zweitletzte und oder der letzte kann man natürlich auch nehmen und kann man das auf dem großen Hof hinstellen mit verschiedenen Betonringarten, sodass man im Prinzip das Ganze hier als schöne Deko benutzt. Finde ich an sich auf jeden Fall sehr schön gemacht. Auch mit der Kollision, hat man auch dran gedacht. Und mit ca. so 6 MB knapp kann man sich den Mod hier auf jeden Fall mal laden und den auch gerne mal ausprobieren als Dekoration auf euren Hof. Das Ganze ist natürlich Geschmackssache. Dem einen gefällt sowas, dem anderen nicht so wirklich. Aber ich versuche euch immer die Mods vorzustellen, die hier so im Mod-Hub erscheinen. Ich finde wiederum auch interessant, dass sowas hier auch in dem Mod-Hub erscheint, wo man sich bestimmt hier auch Arbeit mitgemacht hat und hier dann natürlich auch die Mühe natürlich wert ist. Das Ganze könnt ihr hier runterladen, im Mod-Hub oder auf dem PC natürlich. Und dann könnt ihr hier die ganzen Sachen als Deko nutzen. Dann kommen wir hier schon zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr noch Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gerne mehr, schreibt dies doch gerne bitte unten in die Kommentare. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.